Am Wochenende stand das Turnier an, was vermutlich nach der Premier League, nach der WM, nach dem World Matchplay direkt als Lieblingsturnier vieler, vieler Dart-Fans kommt. Es ist der World Cup of Darts, der 2023 gespielt wurde. Ich werde euch jetzt innerhalb von kürzester Zeit alles darüber erzählen, sodass auch ihr bei euren Kumpels auf dem neuesten Stand seid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst uns direkt loslegen. Let's go! Die 13. Auflage des World Cup of Darts fand dieses Jahr in der Eissporthalle in Frankfurt statt. Findet sie ja schon einige Jahre. Und es gab eine Änderung, die ziemlich brisant war. Und zwar ein neues Format hatte die PDC am Anfang des Jahres angekündigt. Und zwar, dass auf 40 Teams erhöht wurde. Das bedeutet, früher waren es 32, jetzt 40. Es gab auch einige Debütanten. Das bedeutet, die Ukraine, Bahrain oder Guyana waren das erste Mal dabei und haben in Gruppen gespielt. Es wurde insgesamt in 12 Gruppen gespielt. Jede Gruppe hatte 3 Teilnehmer. Es war so, dass alle 12 gesetzten Mannschaften in einer Gruppe gesetzt waren. Die besten 4 gesetzten, also Wales, England, Schottland und jetzt kracht es ein bisschen, und die Niederlande, die sind erst im Achtelfinale eingestiegen, mussten diese Gruppen also nicht spielen. Ob das fair ist oder nicht, das könnte man dann theoretisch in einem anderen Video betrachten. Wir gehen jetzt erstmal auf die Gruppen ein. Und zwar war es so, dass von den 12 Gruppen sich 6-mal dieses favorisierte gesetzte Team durchsetzen konnte. Und wir werden die jetzt mal ganz schnell durchhamstern. Gruppe A besteht aus Belgien, ja, unter anderem Finnland und China. Und die konnten sich auch durchsetzen, Belgien, ja, relativ ohne Probleme. Das Interessante war, im ersten Spiel hatten Dimi und Kim Halbrechts Probleme miteinander. Die haben sich nicht miteinander angeguckt, die haben nicht abgeschlagen, haben trotzdem alles souverän gewonnen. Aber man hat gesehen, da gab es ganz schön viel Spannung drin. Und dann in der Pressekonferenz haben sie gesagt, okay, gut, wir hatten Streit, wir haben das geklärt. Und danach ging es dann auch wieder im zweiten Spiel. Aber das erste Spiel war schon mal brisant. Gruppe B war Deutschland vertreten und Deutschland hat sehr, sehr souverän gespielt gegen ihre Gegner Hongkong und Japan. In beiden Spielen, was First to Four ging, haben sie kein einziges Leck abgegeben, sind so extrem durch die Gruppe gerusht. Gruppe C mit den an 7 gesetzt Australiern haben gewonnen gegen Gibraltar und Guyana, waren jetzt keine großen Gegner, dementsprechend muss man da auch nicht genauer drauf eingehen. Interessant war, dass Frankreich sich vor Nordirland durchsetzen konnte und auch die Ukraine, die ja wie gesagt ihr Debüt gegeben hatte. Und ja, so eine kleine Überraschung da. Derrick Gurney und Brandon Dolan auch nochmal bisschen zum erweiterten Favoritenkreis gezählt wurden, obwohl die ja seit Jahren keinen Erfolg beim World Cup haben. Auch damals, als sie so in ihrer Prime waren. Sehr, sehr interessant. Gruppe E geht es direkt weiter. Da hat Kroatien vor Irland die nächste Überraschung und Thailand gewonnen. Vor allem Boris Kretschmer hat einen richtig guten Job gemacht. Und die Iren kamen irgendwie nicht so rein. Ich weiß nicht, die haben ja prinzipiell auch Qualität, dann ja auch 2019 schon mal in einem Finale, aber konnten es irgendwie nicht absolvieren. Gruppe F war auch die nächste Überraschung, also es war wirklich von Überraschung gespickt. Und jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Gruppe, denn Dänemark, Österreich und USA konnten alle einmal gewinnen in ihren beiden Gruppenspielen. Das bedeutet, am Ende entschied das Leckverhältnis und das besagte tatsächlich eins mehr für Dänemark. Und so musste sich Mensur Suljovic und Robbie Rodriguez leider geschlagen geben. Auch die USA leider konnten die nicht weiterspielen. Eine sehr, sehr starke Gruppe und sehr, sehr unfair teilweise natürlich, wenn dann ein Leck entscheidet. Besonders an der Gruppe war, dass der Däne Royce einen 114er Einzel-Average gespielt hat, was natürlich schon extrem hoch ist und ich persönlich, muss ich sagen, hatte ihn nicht so auf dem Zettel. Gruppe G geht es weiter. Polen mit einem extrem souveränen Auftritt an 11 gesetzt, gewinnt vor Litauen und Portugal. Krass war, dass sie oh, jetzt muss ich, 118,1er Average spielt. Das ist der höchste, der jemals in einem World Cup gespielt wurde. Und das ist natürlich krass im Doppel, das muss man sich mal vorstellen. Gruppe H war relativ einfach. Kanada gewinnt vor Ungarn und Indien, da ist nichts richtig angebrannt. Haben Jeff Smith und haben die gut gemacht. Gruppe I, Philippinen hatte ich auf der Rechnung.
Ich dachte sogar, die gehen ein bisschen weiter vor, aber dazu später mehr. Gewinn vor Tschechien und Singapur. Tschechien hat ja auch viele auf der Liste. Bei Singapur wieder der älteste Teilnehmer dabei gewesen. Ja, Lim macht da keine Ahnung. Der hat das irgendwie gebucht, das Ticket. Gruppe J, Südafrika gewinnt vor Spanien, die auch gesetzt sind. Und Island, Devin Petersen da wieder mal mit einem vernünftigen Auftritt. Und Gruppe K, Lettland gewinnt vor Neuseeland und Bahrain. Und Bahrain ist tatsächlich echt faszinierend, denn Yusuf, der eine Bahrainerianer, der spielte ein Average von unter 40 in seinem ersten Spiel. Und am Abend spielte er nochmal ein Spiel und da spielte er 36,9. Das bedeutet, es ist der schlechteste Wert, der jemals in einem Darts-TV-Turnier gespielt wurde. Und das finde ich schon ganz schön krass. Sein Partner musste ihn da ganz schön durchkämpfen. Der hat nämlich 99 gespielt, das war richtig gut. Aber wenn du 40 und 99 spielst, gewinnst du trotzdem kein Match. Gruppe L, dann nochmal zum Abschluss. Schweden gewann vor Italien und der Schweiz, die leider sogar als einzige Nation als Gruppendritter rausgehen, obwohl sie gesetzt sind. Gut, dann haben wir es jetzt auch mit den Gruppen, gehen direkt rein ins Achtelfinale. Und da war es so, dass England gegen Lettland gewonnen hat. Also eigentlich nichts Besonderes konnte man erwarten. Sind gut ins Turnier gestartet. Und dann ging es zum Spiel nach Deutschland. Deutschland gegen Polen. Beide sehr Nationen, die sehr, sehr stark in der Gruppe gespielt haben. Und da konnte sich Deutschland durchsetzen. Vor allem, weil sie in den wichtigen Momenten da waren. Und ja, Clemens konnte endlich seinen Ratajski-Fluch beenden, weil er hat noch nie davor gegen Ratajski so richtig in einem guten Turnier gewinnen können. Und das hat auch gezeigt. Er war klar besser, Clemens, als Shindy, hat ihm da gut geholfen. Und ja, nachdem Deutschland erstmal drei Matchstarts verpasst hat, konnte es am Ende dann Gabriel Clemens bei 3 Punkten Rest machen, 1 Doppel 1 gecheckt. Und so war Deutschland im Viertelfinale. Schottland, die konnte gegen die Philippinen gewinnen. Ich dachte tatsächlich, dass das Lawrence Elegant und Perez machen. Aber am Anfang sehr gut, harter Kampf, ein guter Start. Am Ende ist Schottland dann noch zu erfahren. Die machen das dann auch brutal gut. Ja, Frankreich konnte sich gegen Südafrika durchsetzen, stand damit das erste Mal im Viertelfinale. Wales hatte keinerlei Probleme mit Dänemark, haben die da komplett abgefertigt. Dänemark konnte nur sich 2 Legs sichern. Schweden konnte sich in einem richtig interessanten Match durchsetzen. Das war wirklich geil, dass die da so einen Erfolg feiern konnten. Und auch Belgien mit einem richtig krassen Turnierbaum, ne? Könnt ihr dann gleich mal sehen. Belgien entscheidet einen Thriller für sich im Decider gegen Niederlande. Duivenbode war für Michael van Gerwen eingesprungen, der eine Zahn-OP hat und deshalb nicht zum zweiten Jahr in Folge nicht am World Cup teilnehmen konnte und vor allem sehr emotional gewesen. Dimitri Vandenberg gewartet, als er Matchstarts hatte, nochmal richtig vor der Bühne. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, um die Zuschauer zu beruhigen oder weiß ich nicht. Sehr provozierend, sehr provokant. Kennt man sonst nicht. Aber auch sehr selbstsicher. Und ja, konnte den dann reinmachen, den Matchstart. Sehr, sehr stark. Und auch Australien, die Vorjahresgewinner, die haben gegen die eben schon im früher angesprochenen Kroaten gewonnen. Auch die haben richtig stark gekämpft, konnten sich 6 Legs sichern. Hinten raus die Australier dann aber ein bisschen zu gut. Gehen wir rein ins Viertelfinale und fangen an mit dem deutschen Spiel gegen England. Und Deutschland war richtig stark. In den wichtigen Momenten waren sie da. Clemens spielt einen 105er Average, aber auch Schindler hat seinen Teil dazu beigetragen. Die haben sehr schön harmoniert. Kleines Ding aber dazu noch, England hat irgendwie nicht reingefunden. Also ich weiß nicht, was bei denen abging. Die konnten nicht richtig performen. Ich habe die irgendwie nicht so gefühlt. Es ging irgendwie nicht. Vielleicht kamen die miteinander nicht so gut klar. Wer weiß, Deutschland gewinnt auf jeden Fall. Und ja, relativ deutlich hätte ich mehr Gegenwind von England erwartet. Wales, Schweden, ja, an sich war es so, dass Wales ein bisschen schlechter gestartet ist. Aber dann reinkam und dann auch wenig Probleme hatte, auch wenn es eng war. Die sahen schon sehr, sehr selbstsicher aus, die Waliser, und die wussten auch, okay, das ist unser Ding, das Spiel werden wir gewinnen. Belgien, Australien, und da ja, war das ein Match mit vielen Wendungen. Da hätte man gar nicht predikten können, wer das Ding am Ende macht. Australien hat einige Chancen ausgelassen und ja, zwischenzeitlich doch noch 4-1 Führung für Belgien. Australien konnte sich dann rankämpfen mit so einem Mini-Comeback, aber ja, und dann trotzdem zum Schluss konnten die Belgier das zumachen.
wieder im Decider und standen so erneut im Halbfinale, trotz gewisser Probleme in der Harmonie zwischen den beiden im Teamgeist. Ja, bei Schottland gegen Frankreich, das war ein ganz, ganz solides, schnelles Ding. Bei Frankreich hat offiziell nichts geklappt. Ne? Also die haben nichts hinbekommen. Ernsthaft, das war ganz krass. Peter Wright wurde ein bisschen durch Gary Anderson durchgecarried. Der hat da richtig gut gespielt. Das Ergebnis hat ein bisschen getäuscht. Dementsprechend war es auch so, dass sich viele Leute etwas erhofft haben gegen Schottland im Halbfinale. Denn das war Deutschlands Halbfinalgegner. Deutschland stand das erste Mal, das zweite Mal nach dem World Cup 2020 oder 21, ich glaube 2020, im Halbfinale. Und das Problem war, dass Deutschland in den entscheidenden Momenten das Ding nicht nutzen konnte. Zum Beispiel beim Stand von 3-2 haben wir Break-Chancen, die lassen die liegen und Schottland kommt ran, geht mit 4-3 in die Pause, obwohl wir 3-2 führten. Das ist natürlich ärgerlich, auch bei einer Aktion, ich weiß gar nicht, bei welchem Stand, 5-5 oder 6-5 oder irgendwie so, ja, oder 6-4, irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Deutschland hat die Chance, in Führung zu gehen, das Spiel auf seine Seite wieder zu ziehen, verpassen die Chance. Irgendwie 3 Darts oder 4 Darts, weiß ich gar nicht mehr. Und dadurch geht das Match am Ende verloren. Schottland hat nicht gut gespielt, wirklich nicht. Aber in den wichtigen Momenten waren sie da, sie haben sich reingekämpft und standen so im Finale. Belgien-Wales, ein richtig emotionales Spiel. Beide natürlich sehr emotional, Belgien, Kim Heibrechts, aber auch weil die Waliser mit Clayton und Price, die da oftmals lautstark gejubelt haben, immer wieder ein paar taktische Moves reingehauen. Aber am Ende setzt sich Wales mal wieder im Decider durch. Das bedeutet, Belgien hat in 3 Spielen hintereinander einen Decider erlebt und irgendwann ist die Kraft da wahrscheinlich auch raus. Aber krasser Turnierbaum auch von Belgien, will ich auch mal appreciaten. Also was, die haben gegen Australien, Niederlande und Wales ein komplett starkes Match gespielt. Und ja, so sind sie dann raus. Für mich persönlich, der wären sie ein auch sehr verdienter Finalgegner gewesen. Auf jeden Fall mehr als Schottland. Schottland einen sehr, sehr einfachen Turnierbaum gehabt. Dementsprechend habe ich es denen auch irgendwie nicht so gegönnt. Und ja, Belgien hätte ich da eher verdienter im Finale gesehen. Ja, und am Ende war es klar. Also Wales hat die überrollt, die Schotten im Finale. Da ist ja nichts angebracht. 2 Legs konnten die Schotten holen. Wir haben so eine Gruppe mit Olli und Marvin, da habe ich auch schon reingeschrieben, das wird ein ganz glattes Ding, weil Schottland einmal nicht gut war gegen die Deutschen und es auch nicht verdient hätte, den World Cup zu gewinnen. Ja, pro Spieler gehen jetzt Gervin Price und Johnny Clayton mit je 40.000 Pfund mit nach Hause. Insgesamt würden 450.000 ausgeschüttet und damit ist der World Cup vorbei. Für mich persönlich ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Der Modus hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, dass das fortgeführt wird. Vor allem sehr cool natürlich, dass die PDC auf die Community-Wünsche gehört hat. Das bedeutet hoffentlich irgendwie in nächster Zeit wieder vielleicht bei gewissen anderen Turnieren nochmal, dass da was überarbeitet wird, weil sonst für mich einfach sehr viel sehr langweilig ist, weil halt extrem identisch alles ist. Das hatten wir schon mal besprochen, das werden wir auch irgendwann besprechen noch. Ansonsten wird in der nächsten Zeit was extrem Geiles auf euch zukommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mehr will ich noch nicht verraten, wir sollen ein bisschen anteasern. Und ich bin damit raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen, Kommentare, irgendwas, was ihr wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich über ein Abo freuen. Wenn ihr noch ein anderes geiles Video sehen wollt, dann schaut hier oben mal rein. Da habe ich etwas zu Mentaltraining im Dartsport gemacht. Das bedeutet, da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen was angucken. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein.